Hallo Kinder, es ist ganz schön dunkel hier. Ja, wir leben gerade momentan in einer dunklen Zeit. Am ersten Advent wird der Tag gerade mal 8 Stunden und 21 Minuten dauern. Und am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres, sind es gerade mal 7 Stunden und 57 Minuten und ein paar Sekunden. Die darauffolgende Nacht ist dann die längste im ganzen Jahr. Man nennt diese Nacht deshalb auch Wintersonnenwende. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen sich nach Licht sehnen, gerade in dieser Zeit. Nun, wir haben es ja heute einfach, wir brauchen ja nur den Lichtschalter anmachen. Aber früher war das vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Und deshalb gibt es viele Menschen, die gerade jetzt in dieser Zeit häufig Kerzen anzünden. Und es gibt diesen schönen Brauch, dass wir einen Adventskranz haben. Und wenn ich hier im Dunkeln jetzt eine Kerze anzünde, dann hat das doch schon einen ganz schönen Effekt. Auf einmal könnt ihr mich sehen, zumindest in Ansätzen. Wenn ich jetzt die nächste Kerze anzünde, dann wird es gleich viel besser. Und noch eine. Und noch eine. 4 Kerzen brennen, so wie bei unserem Adventskranz. Ja, wir sehnen uns nach dem Licht. Und Jesus, das kennen wir ja schon, er steht für das Licht. Er ist der Lichtbringer. Wir kennen es ja auch von der Osterkerze. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir Menschen diesen schönen Brauch des Adventskranzes haben. Weihnachten wird dann am Baum ganz viele Lichter brennen. Dann ist ja Jesus, der Lichtbringer, geboren. Und weil wir auf diesen Lichtbringer warten, ist das Zunehmen des Lichtes ein schönes Zeichen dafür. Und deshalb möchte ich mit euch heute einen Adventskranz basteln. Ja, heute zum Familientag würden wir einen Adventskranz basteln. Ich habe meinen hier schon mal vorbereitet. Das heißt, das ist der, der im Gemeindehaus stehen wird. Und hier habe ich mir jetzt überlegt, ja, wie ist das eigentlich mit eurem Kinderzimmer? Vielleicht dürft ihr ja da gar keine richtigen Kerzen hinstellen und ihr möchtet trotzdem einen Adventskranz haben. Und deshalb habe ich mir überlegt, wie könnte man vielleicht Kerzen gestalten, die zwar wie Kerzen aussehen, aber elektrisch sind. Und dafür habe ich hier solche Kerzen vorbereitet. Entweder in Rot, wobei das finde ich nicht ganz so schön, weil ich das in weißes Wachs getaucht habe, weil ich kein rotes Wachs hatte. Und dann kriegt das so einen weißen Schimmer. Oder hier ist es folgendermaßen passiert, da habe ich die Klopapierrollen so gelassen und nicht vorher weiß gefärbt und dadurch sind die ja so ein bisschen grau geworden, die Kerzen. Deshalb habe ich jetzt nochmal die Kerze hier so gemacht, da habe ich sie mit Acrylfarbe bemalt. Man kann natürlich auch einfaches weißes Kopierpapier nehmen und das auf die Klopapierrolle kleben. Und das möchte ich jetzt mal machen. Und dazu muss ich als erstes mal messen, wie hoch ist denn diese Rolle. Bei mir ist die 9,7 cm. Das heißt, ich muss jetzt hier mit dem Lineal das abmessen. Dazu mache ich 2 Punkte bei 9,7.
hier eine Linie. Das ist jetzt also die Linie, wo ich schneiden muss. Brauche ich natürlich eine Schere. Und schneide das ab. In diesem Fall habe ich jetzt keine Klebefalz für die Ränder, weil ich ja die Kerze dann noch in Wachs tauchen will. Ja, das wird jetzt einfach hier drauf geklebt. Und ihr seht schon, da bleibt ein bisschen was übrig. Das schneide ich einfach ab. Ja, und da das nur Pappe und Papier ist, kann man das einfach mit einem Klebestift kleben. Schön die Ränder mit Kleber einkleben. So. So, und jetzt ist meine Kerze zumindest schon mal weiß. Aber wenn ich jetzt hier dieses Teelicht reinmachen will, dann fällt das durch. Und deshalb muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich das Teelicht zum Halten bringe. Ich habe hier mal überlegt, man könnte hier Draht reinmachen. Das ist aber ganz schön aufwendig. Es geht. Und deshalb habe ich mir jetzt hier was anderes überlegt. Ich habe hier Papier reingeklebt. Und da habe ich mir das so überlegt. Ich habe hier mal gemessen, das sind 4 cm der Durchmesser dieser Rolle. Das heißt, ich brauche jetzt hier, nehme ich mir 4 cm. An diesen Punkten. Der Streifen ist im Übrigen, das habe ich vergessen zu sagen, den habe ich mir also auch ausgemessen. Die Rolle haben wir ja vorhin gemessen, die war ja 9,7. Die Kerze ist 1,5 cm. Das heißt, dieser Streifen muss 9,7 minus 1,5 sein und das sind 8,2 und weil nachher noch das Wachs drauf kommt, habe ich es 8 cm gemacht. Und jetzt, wie gesagt, 4 cm abgemessen. Bei 4 cm mache ich jetzt hier einen Knick. Könnt euch das auch anzeichnen. Hier eine Linie. So, und bei dieser Linie müsst ihr das jetzt knicken. So, und schneidet euch das hier ab. Und das Ganze braucht ihr zweimal. Eine Linie. So. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr knickt das jetzt hier zu diesem Mittelfalz und auf der anderen Seite knickt ihr es auch
zu der Falz, sodass ihr so eine Art Ziehharmonika bekommt. Einmal von außen, einmal von innen. Und jetzt müsst ihr die ineinander stecken. Und damit ihr das könnt, müsst ihr hier nochmal die Mitte finden. So, da habt ihr jetzt die Mitte. Und schneidet jetzt hier bis zur Mitte ein. So. Hier, das bleibt zu. Und bei dem auch. So. Hier ist die Mitte. So. Und jetzt könnt ihr das ineinander stecken. Und ihr seht jetzt gerade bei mir, das habe ich nicht so ganz schön gefaltet. Gut ist es, wenn das quasi wie so ein Propeller ist. So. Und das kommt jetzt hier, soll das dann reingesteckt werden. Und damit wir das dann auch festkleben können, müssen wir jetzt hier an die Außenseite immer Kleber dran machen. Also sozusagen da, wo ihr das dann an die Pappe klebt. Wichtig ist, dass dann, wenn ihr das jetzt den Kleber drauf macht, nicht gleich mit dem anderen Papier zusammenklebt, aber so schnell klebt ja Klebestift dann auch wieder nicht. So. Und das ist jetzt ein bisschen Friemelarbeit. Da habt ihr jetzt hier diese vier Teile. Schiebt jetzt das hier rein in die Kerze. So. So dass es unten ansteht. Und jetzt müsst ihr das, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht, diese Teile hier festkleben. Das kommt hier nicht auf den Schönheitspreis an, weil das sieht ja keiner, weil das innen ist. Es geht nur darum, dass es einigermaßen so ist, dass das dann hält, damit die Kerze nachher nicht durchrutscht. Ja? Es ist sozusagen wie ein Stopp für die Kerze. Und wenn ihr die jetzt hier reinstellt, dann kann die nicht mehr durchfallen. Ja, jetzt haben wir hier diese zwei Kerzen fertig. Ihr müsst natürlich vier Kerzen machen. Das könnt ihr dann alleine machen. Und ich zeige euch jetzt als nächstes, wie ihr diese Kerzen mit Wachs in Wachs taucht. So, als letztes will ich euch jetzt noch zeigen, wie ich aus diesen Pappröhren Kerzen mache. Dazu habe ich einen Topf mit Wasser gefüllt und in diesen Topf hinein habe ich eine Dose gestellt, eine Konservendose, und dort drin habe ich das Wachs geschmolzen. Und jetzt muss ich diese Dose aus dem Wasser herausnehmen.
damit ich da die Kerzen drin tauchen kann. Und ich muss ein bisschen warten, bis das Wachs nicht mehr ganz so heiß ist. Denn wenn ich das jetzt schon tauche, kann euch das mal zeigen, da bleibt nicht so sehr viel von dem Wachs an der Kerze dran. Also ich kann das durchaus machen, das ist auch nicht schlimm, wenn ich das mache. Ich habe mir hier eine Pinzette genommen und die Pinzette, die nehme ich jetzt, um die Kerze von innen anzufassen. Dann tauche ich jetzt diese Rolle hier rein. So. Und hole das jetzt wieder raus. Und ihr seht, da bleibt zwar der Wachs dran, aber das ist noch nicht so sehr viel Wachs. Ups. Stelle ich das mal hin. Und ich warte jetzt noch mal so 3-4 Minuten, bis ich merke, hier wird das Wachs wieder ein bisschen fester. Und wenn das soweit ist, sehen wir uns gleich wieder. So, ich probiere es nochmal. So, gut, ich denke mal, dass wir jetzt hier recht schöne Kerzen bekommen haben. Ja, und ich finde, das Ergebnis ist doch gar nicht so schlecht, oder?